und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Hochsensibel und Stark. Ich bin Jacqueline und ich bin Mindset Coach für hochsensible Multitalente. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Podcast-Folge. Hallo, ich bin Jacqueline. Ich bin hier heute mit einer neuen Podcast-Folge für dich, wie immer jede zweite Woche mittwochs. Und heute möchte ich gerne darüber sprechen, was so in den letzten Jahren oder insgesamt meine größten Herausforderungen waren als hochsensibles Multitalent, also als Person, die mehr als ein Interesse hat, sich nicht so gut festlegen kann und ja, hochsensibel ist. Und was dabei aber auch gleichzeitig meine Learnings waren. Und dann habe ich noch eine Übung für dich zum Thema Abgrenzung, die vielleicht auch hilfreich ist. Also ich finde die auf jeden Fall super. Ja, ich fange direkt mit dem ersten Thema an. Und zwar eine meiner größten Herausforderungen und ein Bereich, in dem ich halt super viel lernen konnte, war, dass ich mich selbst und meine Bedürfnisse überhaupt erstmal richtig kennenlernen konnte. Ich habe das zum Beispiel gemacht, indem ich mich ganz aktiv beobachtet habe in bestimmten Situationen oder auch hinterher reflektiert habe, wie es mir da ging, wie ich mich überhaupt verhalten habe und ob das vielleicht auch so ist, wie ich sein möchte oder wie ich eigentlich im Kern meiner Person bin. Und was mir auch geholfen hat, aufzuschreiben, so Journaling und dadurch auch zu reflektieren oder auch vergangene Erlebnisse oder Gefühle und Gedanken aufzuschreiben. Also das mache ich auch immer noch. Und ich habe auch immer geschaut, was sich wiederholt, wo ich vielleicht Muster erkennen kann und wann es mir besonders gut ging und ich in Balance war oder glücklich war und mich so gefühlt habe, wie ich mich eigentlich gerne fühlen möchte und wann mein Alltag irgendwie eine Herausforderung dargestellt hat oder was für mich schwierige Situationen waren. Natürlich gehört das irgendwie dazu, egal wie gut man tendenziell generell in Balance ist und sich um sich selbst kümmert, hat man herausforderndere Tage oder Zeiten. Das geht mir eher darum zu gucken, ob das generell so ist und was ich vielleicht auch daraus lernen kann, wodurch das, ich sag mal in Anführungsstrichen, ausgelöst wurde. Ich gebe mal ein Beispiel, was ich da super viel gelernt habe, ist das Thema Energiebalance für mich besser zu regulieren. Früher war es zum Beispiel öfter so, dass ich total überpaced bin, wie sagt man das anders, also viel zu viel an einem Tag gemacht habe und es mir eigentlich überhaupt nicht mehr gut ging. Ich das aber nicht gemerkt habe, weil ich so im Flow war und in meiner Multitalente-Scannerin-Seite und das auch total genossen habe und erst hinterher, später gemerkt habe, dass ich mega erschöpft bin und das eigentlich viel zu viel war. Und da hat mir das extremst geholfen, zu reflektieren, wann das der Fall ist, ab wie viel, ich sag jetzt mal, Events, Verpflichtungen, Menschen in einem Tag mir das einfach dann zu viel wird. Intuitiv konnte ich das damals nicht so gut selber reflektieren, sondern ich musste da wirklich mit ein bisschen Abstand von außen drauf gucken, um zu erkennen, was mir wirklich gut tut und was zu viel ist. Weil wenn ich dann mal in so einer Situation drin bin oder ich habe zum Beispiel als Projektmanagerin ein Festival mit organisiert oder organisiert, und da war es halt so, dass mir das so viel Spaß gemacht hat, aber dass auch alles so ins Rollen geraten ist, dass ich da dann halt so drin steckte und erst hinterher gemerkt habe, dass ich mich eigentlich total Richtung Burnout gefühlt habe und mir das eigentlich alles viel zu viel war. Oder auch an einzelnen Tagen, wo irgendwie ich einen besonderen Geburtstag oder irgendein Fest gefeiert habe, wo ich das total toll fand, dass die Leute gekommen sind und ich dann mit so vielen Leuten geredet habe, ich dann aber am Ende des Tages gemerkt habe, dass das eigentlich nicht ganz meinen Bedürfnissen entsprochen hat und eigentlich ein bisschen zu viel war. Also nicht nur eigentlich, sondern wenn man sich danach so fühlt, dass man erstmal 2 Tage so viel Pause braucht und gar keine Lust auf Menschen hat, weil es einem zu anstrengend war, dann ist es halt zu viel, meiner Meinung nach. Und man erkennt das auch daran, wenn man jetzt hochsensibel ist, dass man irgendwie, dann leichter reizbar ist, sich super kaputt erschöpft fühlt. Das ist dann halt einfach der Fall, wenn man quasi über seine Grenze gegangen ist und nicht so gut auf seine Energie geachtet hat. Ich denke, das kennt vielleicht
jede Person, die hochsensibel ist, weil das einfach manchmal vorkommt. Was mir zu diesem Thema sich und seine Bedürfnisse kennenlernen und beobachten, was man so für Patterns hat, auch noch aufgefallen ist, und zwar haben wir in meinem Kurs darüber geredet, letzte Woche, glaube ich, im Live, der läuft ja gerade, der heißt mehr Selbstvertrauen als Multitalent. Und da haben wir darüber gesprochen, dass es manchmal so ist, dass man dazu tendiert, sich sehr, sehr viel aufzuladen und erst Raum für neue Projekte zu machen oder was loszulassen oder abzuschließen, wenn man wirklich muss, weil was Neues dazu kommt, eine neue Chance oder Möglichkeit, und man dann auf jeden Fall was anderes aufhören muss, damit man diese neue Sache machen kann. Aber auch da finde ich es gut, sich selber besser kennenzulernen, und dann merkt man vielleicht auch mit der Zeit, dass sowieso neue, coole Sachen ins Leben kommen oder sich ergeben oder man neue Ideen hat und was Neues startet und man dann vielleicht auch mit der Zeit, das war auch eins meiner großen Learnings, Sachen so ohne einen Grund, ohne dass was Neues schon wartet oder sofort da ist oder anfängt, aufhören kann und quasi Projekte abschließen kann und Sachen loslassen kann, ohne dass man ja in so einem Zugzwang ist. Weil erst in diesem Moment, denke ich, wo man halt Platz macht für was Neues, kann auch überhaupt was Neues kommen und diesen Raum füllen. Das heißt, wenn man sich selbst beobachtet und man sieht, dass man immer dazu tendiert, sich sehr, sehr voll zu packen und extrem viel vorzunehmen, finde ich es auch gut, mal zu reflektieren, dass das eben auch bedeutet, dass du gar keinen Platz hast, vielleicht für neue Projekte, Menschen, andere coole Sachen in deinem Leben, sondern dich das eigentlich dann eher in die Bredouille bringen würde. Und was auch ein großes Learning in diesem Bereich für mich war dieses Vertrauen aufzubauen. Einfach darauf zu vertrauen, es wird sich was Neues ergeben. Ich weiß, dass ein neuer Auftrag kommen wird, jetzt zum Beispiel als Selbstständige. Oder ich weiß, dass ich neue Menschen kennenlernen werde, die mir total gut tun und die mein Leben bereichern. Oder ich weiß, dass ich darauf vertrauen kann, dass im Endeffekt alles gut wird und sich alles so ergibt, ohne dass ich immer ja so doll im Kopf und Verstand alles planen muss, sondern ich habe halt gelernt, da auch so ein bisschen loszulassen, weil Sachen werden sich ergeben. Auch zum Beispiel zum Thema Wohnen oder Wohnsituation oder Wohnung. Da bin ich inzwischen so, dass ich denke, oder ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass sich Sachen einfach zum richtigen Zeitpunkt manchmal auch ergeben, wenn es so sein soll. Und das hilft mir total, denn früher war ich da viel mehr in diesem, ich muss alles durchplanen, ich muss dafür pushen und wenn ich das nicht mache, dann wird es auch nicht passieren. Und das hat sich auch überhaupt nicht leicht und mühelos angefühlt, sondern eigentlich total schwer und anstrengend, weil ich dann auch immer dachte, ich habe so viel zu tragen und muss mich so im Detail um 1000 Sachen kümmern, sonst werden die nicht so kommen. Vielleicht kommen sie dann nicht genauso, das ist ja eh so, auch wenn man sie plant, aber sie kommen eben anders und das ist dann eigentlich immer gut so, wie es ist. Also es ist dann immer ganz passend, finde ich. Das weiß man ja im Vorhinein auch nicht, deswegen denke ich, ist es auch manchmal gut, da ein bisschen loszulassen. Der zweite große Themenbereich, der eine Herausforderung für mich war als hochsensibles Multitalent, und in dem ich richtig viele Learnings hatte, war dieses Thema Nein sagen, Grenzen setzen, Abgrenzung. Und da meine ich jetzt nicht, dass man einfach random Nein sagt zu irgendwelchen Sachen, sondern sich zu überlegen, wo fühle ich denn eigentlich wirklich Nein? Also was ist eigentlich, wenn ich nochmal in mich kehre, wo ich eigentlich nicht Ja zu sagen möchte, und da dann Nein zu sagen. Genau, wo man halt Nein fühlt. Und ich denke inzwischen immer, auch wenn ich anderen Menschen eine Frage stelle, wenn die da dann richtig Lust zu haben und es so ein Hell Yes ist, dann ist es ein ganz klares Ja. Aber wenn es das nicht ist, ist es tendenziell vielleicht auch eher ein Nein, weil dann hat man da anscheinend nicht so viel Lust zu. Gerade als hochsensibles Multitalent oder als Person, die auch sehr intuitiv ist, kann man da, glaube ich, auf seine Gefühle vertrauen und man merkt das schon, wenn man Lust auf was hat. Und wenn man da keine Lust drauf hat, dann sollte man eben auch so ein bisschen mehr dafür sorgen, dass man es nicht macht. Und eine Sache, die sich da bei mir auf jeden Fall sehr verändert hat, ist, dass ich auch mal sage, das weiß ich noch nicht genau, da muss ich noch mal drüber nachdenken, wenn ich gerade in einer Situation bin.
und dann vielleicht in Ruhe nochmal bei mir selbst ankomme und reinfühle, ob ich das überhaupt will. Und wenn sich dann das rausstellt, dass ich das nicht möchte, dass ich dann hinterher noch absage, jetzt zum Beispiel, wenn das eine berufliche Verpflichtung ist, das hatte ich jetzt letztens, wo ich gesagt habe, ich weiß es noch nicht genau, ich kann es mir vorstellen, und dann habe ich nochmal reingespürt und gemerkt, nee, das ist nicht mein Weg, das ist gar nicht das, was ich machen möchte. Das gibt mir kein Hell Yes. Und dann gesagt, ja, ich habe mir das überlegt, das ist nichts für mich. Das finde ich total wichtig und das gibt mir halt viel mehr Freiheit. Und was ich dabei auch noch gut finde, sich immer so ein bisschen zu fragen, was man befürchtet oder woran das sonst liegen könnte. Ich habe nämlich zum Beispiel früher oft gedacht oder ja, gedacht, dass ich eigentlich Ja sagen müsste, weil die andere Person oder irgendjemand anders oder Menschen oder in Anführungsstrichen die Gesellschaft, was auch immer das heißen soll, das erwartet. Also das war gar nicht was, was ich unbedingt wollte, sondern ich dachte, ich müsste das machen. Sonst wäre ich in Anführungsstrichen kein guter Mensch, sonst bin ich was auch immer, eine schlechte Tochter in Anführungsstrichen, eine schlechte Freundin, eine schlechte Partnerin. Und das ist ja aus einer Angst heraus gedacht. Und das ist inzwischen nicht, wie ich Entscheidungen treffe, sondern da überlege ich mir ganz genau, ist das hier eigentlich aus der Freude heraus? Ist das ein, ich möchte hin zu mehr XYZ, was auch immer die Frage ist, ob jemand mir stellt, ob ich was machen möchte? Oder ist das ein Weg von, ich möchte eigentlich nur weg davon kommen, dass ich Angst habe, es nicht allen recht zu machen. Das, ja, es ist, glaube ich, so ein Teufelskreis. Und ja, wenn man es versucht, allen recht zu machen, klappt es im Durchschnitt sowieso nicht. Und vor allem macht man es sich selbst nicht recht. Und ja, ich finde es wichtig, sich selbst an erster Stelle zu sehen in seinem Leben. Denn du bist die wichtigste Person in deinem Leben. Und das wird auch immer so bleiben. Genau. Und jetzt wollte ich noch auf eine Übung eingehen, kurz zum Thema Abgrenzung, die ich hilfreich finde. Und zwar heißt die Regenschirmspaziergang. Und dabei geht es darum, dass du als Beispiel, wenn du aus dem Zug aussteigst, durch den Bahnhof gehst, eine Situation also, wo man als hochsensible Person schon weiß, da erwarten einen super viele Reize, super viele Stimmen, Lautstärke, Gerüche, alles Mögliche, was man eigentlich nicht so gerne mag tendenziell. Dann finde ich es gut, diese Übung zu nutzen, denn die geht so, dass man sich auf eine Sache fokussiert, zum Beispiel nur auf mich selbst und ja, eine Sache, die ich in der Hand trage oder was auch immer, dass ich also schon vorher überlege und ganz aktiv daran arbeite, dass ich die anderen Sachen ausblende und versuche, mich nur auf mich zu konzentrieren und vielleicht eine Sache wie einen bestimmten Geruch, das könnte man auch machen, und dann eben durch diese Situation gehe, ganz zielstrebig, und mir schon vorher Antworten überlege, wenn mich jemand fragt und mir ein Straßenmagazin oder so verkaufen will, dass ich entweder einen Euro in der Hand habe oder eine Standardantwort habe, damit ich so schnell wie möglich aus dieser Situation rauskomme und mich währenddessen gut abgrenze. Weil was passieren kann, wenn man das nicht macht, ist, man kommt raus und ist erstmal überfordert. Dann ist man total reizoffen, weil man sich nicht aktiv darauf konzentriert ist, nicht zu sein, und bekommt alles mit und ist total überflutet von den ganzen Gefühlen, Gerüchen. Dann geht man ein Stück weiter, da sieht man eine Person, die ein Fischbrötchen isst. Da sieht man irgendwie, wie jemand, was weiß ich, einen Werder-Schal kauft. Keine Ahnung. Ich gehe gerade durch den Bremer Bahnhof in Gedanken. Dann ja, ist man halt überall und nirgendwo und nur nicht bei sich selbst und merkt auch gar nicht, dass man gerade mit seinem Fokus umherschweift, und es wird dann halt super anstrengend, weil man diese ganzen Reize noch stärker aufnimmt. Und darum finde ich es gut, sich ja wirklich zu fokussieren auf einen selbst und auf eine bestimmte Sache, bei der man dann halt bleibt und auch schnell aus dieser Situation rauszukommen, irgendwohin, wo man sich eben wohler fühlt. Und diese Technik kann man auch anders nutzen. Zum Beispiel habe ich das auch, wenn ich arbeite am Laptop, dass ich mich so doll auf die Aufgabe konzentriere manchmal, die ich gerade mache, dass ich auch darin versinke und dann die gleiche Technik mache und die Lautstärke und das, was andere Menschen um mich rum sagen, ausblende.
Und eine gute Art und Weise, wie du das zum Beispiel üben kannst, ist, wenn du ein bisschen Musik anmachst und dann ganz aktiv versuchst, nicht auf die Musik zu hören, sondern dich auf was anderes zu konzentrieren. Vielleicht nur mal 30 Sekunden, aber so kannst du halt diesen Regenschirmspaziergang üben. Und warum heißt das so? Du kannst dir halt auch visuell einen Regenschirm vorstellen, der über dir drüber ist und dann quasi runtergeht. Und das ist dein Bereich und alles andere prallt daran ab und interessiert dich nicht und hat nicht so viel mit dir zu tun, sondern du bleibst bei dir unter deinem Regenschirm und bist geschützt und abgegrenzt. Das finde ich auf jeden Fall eine sehr schöne Übung, die ich dir heute gerne mitgeben wollte. Und dann würde ich gerne zum dritten Bereich kommen, der für mich als hochsensibles Multitalent sehr herausfordernd war und in dem ich auch viele Learnings hatte. Und das ist der Bereich, ja, Selbstliebe und Selbstakzeptanz. Ich verlinke auch gerne nochmal meine Podcast-Folge zum Thema Körper und mein Körperlieben. Da habe ich ein bisschen über die Geschichte erzählt oder meine Vergangenheit oder ja, wie sich das da alles ereignet hat. Die ist vielleicht auch nochmal in diesem Zusammenhang interessant. Aber ich finde es super wichtig, ganz generell jetzt sofort anzufangen, zu versuchen, dich so zu akzeptieren und anzunehmen, wie du gerade bist. Und nicht zu denken, ach, ich denke manchmal irgendwelche Gedanken, die ich eigentlich nicht denken will, und dich dafür in Anführungsstrichen fertig zu machen, denn dann kommst du gleich wieder in so eine Spirale, ja, der Negativität, die eigentlich nicht gut tut, sondern zu denken, okay, ich habe gerade was gedacht, was ich vielleicht nicht will. Ich habe vielleicht irgendjemanden abgewertet oder in meinem Kopf über jemanden gelästert oder was auch immer. Und das dann so anzunehmen und vielleicht einfach mal zu sagen, okay, interessant, dass ich das gerade gedacht habe. Ich beobachte das jetzt einfach und hafte mich da nicht so an. Es war gerade in der Sekunde einfach so. In der nächsten Sekunde kann ich das auch wieder anders machen. Und wenn ich möchte, mich entscheiden, andere Gedanken zu denken, die dann vielleicht auch oder auf jeden Fall andere Gefühle kreieren in mir. Und ich finde es auch wichtig, dieses Annehmen zu praktizieren, auch was den Körper eben anbelangt, weil ich erlebe das so oft, dass ich irgendwie lese, ja, ich kann mich erst so akzeptieren oder damit zufrieden sein, wenn es so und so und so wäre. Das heißt, du wünschst dir, dass es anders wäre in irgendeinem bestimmten Bereich, deutet halt immer darauf hin, dass du eigentlich gerade noch nicht in der Annahme bist, also dass gerade noch nicht annimmst, wie es ist, was aber immer der erste Schritt ist. Und unser Körper ist ja unser Zuhause und auch unser Geist. Deswegen finde ich es halt super wichtig, sich da auch zu Hause zu fühlen und sich das so schön wie möglich zu machen. Und letzten Endes, was ich auch nochmal gerne sagen möchte, ist, dass wir sind ja auf der Welt und viele von uns wollen halt geliebt werden und einfach in Verbindung mit anderen Menschen treten. Und andere Menschen werden dich auch immer so lieben und wertschätzen, wie du bist. Ganz egal, ob du vielleicht mal einen Gedanken denkst und da nicht perfekt in deinem Kopf bist. Das geht jedem so, das ist ganz normal. Oder ganz egal, wie dein Körper aussieht. Es ist ja nur die Hülle, die dich durch die Welt trägt. Also wenn du diese Verbindung zu anderen Menschen spürst und sie die auch zu dir spüren und du authentisch du bist und dich öffnest und du quasi so eine Herz-zu-Herz-Verbindung hast, hat man immer jeden Tag eigentlich zu Menschen in seinem Leben, dann sind diese äußeren Faktoren oder diese ganzen Sachen eigentlich egal und man braucht sich nicht selbst optimieren. Man ist immer gut so und vollkommen und richtig, so wie man ist und kann dann auch, so wie man ist, mit anderen Menschen diese Verbindung haben und eben tolle Beziehungen zu anderen Menschen haben. Und das ist, glaube ich, das, warum wir hier auch teilweise auf der Welt sind oder das, wonach wir uns sehnen oder was wir uns wünschen. Und dafür braucht es eben gar nicht diese anderen Sachen, wo man immer denkt oder sich wünscht und so anhaftet und denkt, dass es anders sein müsste. Und ja, eins der großen Learnings ist da halt auch für mich auf jeden Fall das Thema Selbstannahme und dadurch auch gleichzeitig das Thema Loslassen, weil in dem Moment, wo man anfängt, das so zu akzeptieren,
ja, diese Selbstannahme, da gibt es verschiedene Wörter für, aber es bedeutet eben nicht, dass ich akzeptiere, dass es immer so bleibt. Meine Gedanken, dürfen sich verändern oder meine Gedankenmuster oder mein Gedankenkarussell, das muss nicht immer so bleiben. Mein Körper darf sich verändern, egal in welche Richtung. Aber es ist einfach so, dass ich annehme, dass es jetzt gerade in dieser einen Sekunde so ist, wie es ist. Das bedeutet nicht, dass es immer so bleibt. Ich kann also auch was annehmen, was ich eigentlich gar nicht gut finde, aber einfach akzeptieren quasi, dass es in dieser einen Sekunde gerade so ist. Und ich nehme es nicht zu mir hin und an im Sinne von, es ist jetzt Teil von mir und bleibt immer bei mir und meiner Identität, sondern ich nehme es an, dass es jetzt gerade so ist. Und jede neue Sekunde und jeder neue Moment ist eine neue Chance, das auch zu verändern, wenn das was ist, was ich mir nicht so wünsche, was aber gerade so ist. Und was hat das jetzt mit Loslassen zu tun? Ganz oft möchte man Sachen eigentlich eher loslassen, weil man sie wegmachen möchte, im Sinne von, man möchte das nicht mehr denken, weil sich das irgendwie nicht ganz angenehm anfühlt und Emotionen hervorruft, die wir halt eher vielleicht als, Anführungsstrichen, negativ abstempeln. Und das ist aber genau der Zeitpunkt, wo du halt eben nicht loslassen kannst, sondern wo es erstmal dieser Annahme bedarf, dass es sich vielleicht gerade nicht so gut anfühlt. Als Beispiel, wenn ich zum Beispiel merke, oh, ich dachte, ich wäre total großherzig und offenherzig und jetzt habe ich gemerkt, ich gönne gerade irgendeiner Person irgendwas nicht oder bin ein bisschen neidisch, dann ist das ja eher so ein Gefühl, was man eigentlich sehr, sehr gerne vermeiden möchte als Mensch, was man gar nicht gerne mag, dann ist es aber wichtig, das anzunehmen und zu schauen, ah, okay, interessant, ich fühle gerade Neid, was auch einfacher oder besser ist, finde ich, im Kopf zu sagen, als ich bin neidisch, weil dieses ich bin ist immer unsere Identität und ich fühle etwas, bedeutet, dass dieses Gefühl auch vorübergeht, dass es nur temporär ist und so ist es nun mal bei allen Gefühlen. Das heißt, ich fühle gerade Neid oder ich fühle mich gerade neidisch. Interessant. Dann kann ich das annehmen, dass es gerade so ist und beobachten, ohne das zu bewerten. Und in dem Moment, wo ich das annehme, manchmal passiert es oder oft, dass man es auch automatisch dann oder ein bisschen später automatisch loslässt, weil die ganzen Sachen, die wir unterdrücken, die wollen eigentlich nur integriert werden und anerkannt werden. Und in dem Moment, wo wir das machen, haben die manchmal schon, also zum Beispiel die Gefühle, ihren Zweck erfüllt und fließen dann durch uns und gehen auch von alleine wieder. Die möchten eigentlich meiner Meinung nach einfach nur Aufmerksamkeit haben, gesehen und vor allem gefühlt werden. Und ganz tendenziell ist es so, dass ganz generell wollte ich sagen, es ist so, dass Gefühle auch oft nur so 60 bis 90 Sekunden wirklich bei uns bleiben und in unserem Körper und wir sie dann wirklich auch fühlen. Das, was oft länger bleibt, ist dieses, ich möchte es eigentlich nicht, ich möchte es nicht annehmen, ich möchte es verdrängen. Das kann dann halt ein ganzer Zyklus sein, bis man halt an dem Punkt ist, dass man sich wirklich mal hinsetzt, das anguckt und vor allem das fühlt. Und dann geht es auch oft schneller wieder vorbei, als man denkt. Genau. Das zu diesen drei großen Bereichen, wo ich Herausforderungen hatte als hochsensibles Multitalent und viele Learnings. Und ich gebe auch, weil ich halt weiß, dass das viele hochsensible Multitalente beschäftigt oder ja hochsensible und Multitalente, muss ich eher sagen, dazu eine Workshop-Reihe jetzt von Juli bis September, wo es jeden Monat einen Workshop gibt, der live stattfindet. Im ersten Monat, Anfang Juli, geht es um das Thema Vielseitigkeit und Hochsensibilität als Stärke. Da gibt es, sprechen wir über Energiebalance, aber auch ganz Grundsätzliches. Im zweiten Monat, also Anfang August, sprechen wir über das Thema Grenzen setzen und Nein sagen, also Abgrenzung für Hochsensible und Multitalente. Und Anfang September sprechen wir dann über Selbstliebe und Selbstakzeptanz, also noch mehr davon für Hochsensible und Multitalente. Und ja, ich würde mich von Herzen freuen, wenn du Lust hast, bei der Workshop-Reihe oder bei einem Workshop dabei zu sein. Schau dazu gerne auf meiner Website vorbei, jacquelineknopp.de/Workshop-Reihe oder
Die Workshops gibt es auch nochmal einzeln. Wenn dich nur ein Einzelner interessiert, kannst du den auch gerne buchen. Und ja, die Plätze sind natürlich stark begrenzt, weil das eben live ist, können da nicht so viele Menschen auf einmal mitmachen. Und ja, wenn du dich bis, ich glaube, 2.7. anmeldest, dann kriegst du auch auf die ganze Reihe noch 15 Euro Rabatt und einen Bonus von einem Nachtreffen, was ich dann noch organisiere im September, für alle, die die ganze Reihe machen, weil dann trifft man sich ja regelmäßig, hat immer einen Monat Zeit, um das Gelernte umzusetzen, zu integrieren. Und dann ist es, glaube ich, auch nochmal schön, nach der gesamten Reihe so ein Treffen mit allen zusammen zu haben, zum Austausch, wie es einem geht, was man für sich mitgenommen hat. Genau. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören und ja, freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Tschüss! Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und würde mich sehr über deine Unterstützung freuen, indem du meinen Podcast abonnierst auf YouTube und oder auf Spotify und indem du mir auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung gibst. Ansonsten gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss!